Das Hochsicherheitsgefängnis Puente Alto in Chile. In dem überfüllten Knast sitzen 2000 Gefangene. Einer von ihnen, der Deutsche Frank Schnell. Seit 6 Jahren lebt er hier in permanenter Gefahr. Dann ist der andere gekommen mit einem Schwert, selbstgemachtes Schwert, und hat dem zweimal durchbohrt. Bis zu 130 Gefangene teilen sich eine Großraumzelle. Sie haben zu wenig zu essen, leben im Dreck. Um sie schert sich hier niemand, auch nicht im Notfall. Das Leben hier von den Gefangenen ist wenig wert. Die sollen doch im Gefängnis verfaulen. Frank hat nicht nur sich selbst, sondern auch seine Familie mit ins Unglück gestürzt. Seine Frau und Kinder leben draußen kaum besser als er im Knast. Auf 14 Quadratmetern, immer am finanziellen Abgrund. Es ist nicht nur, dass ich selber im Gefängnis bin, die ganze Familie ist dadurch bestraft. Am Rande der 5-Millionen-Metropole Santiago de Chile liegt das Gefängnis Puente Alto. Hier sitzen Mörder, Diebe und Drogenhändler mit hohen Haftstrafen. Ein Knast der höchsten Sicherheitsstufe, vom Militär geführt. Schwer bewaffnete Soldaten patrouillieren an der streng bewachten Gefängnismauer. Sie beobachten jede Bewegung der Insassen, die in den sogenannten Torres, den Knasttürmen, untergebracht sind. Wir haben eine Drehgenehmigung für 3 Tage. In dieser Zeit dürfen wir die Abläufe in diesem Knast filmen. Jeden Tag um 8:30 schließt der wachhabende Offizier die Zellen auf. Antreten zum Morgenappell, wie beim Militär. So, alle da? Also, Nummer 1, 2, 3, 4, 5. In diesem Schlafsaal leben 57 Gefangene, darunter der deutsche Frank. Wenn eine Person fehlt, dann wird die Person gesucht, bis die da ist. Das ist die Prüfung, ob alle da sind oder nicht. Aber man muss schon die Regeln einhalten, sonst gibt es Schwierigkeiten. Gut, alle da? Okay, Jungs, macht euch fertig für die Arbeit. Die Verhaltensregeln in diesem Knast sind streng. Die Gefängnisleitung legt Wert darauf, dass die Insassen sauber und ordentlich aussehen. Frank muss die vorgeschriebene Kleidung tragen, seine Haare müssen gepflegt sein. Und er muss sich täglich rasieren. Wer sich gehen lässt, wird hart bestraft. Die militärische Führung im Knast geizt nicht mit Disziplinarmaßnahmen, wie wir hören. Deswegen hält sich der Deutsche penibel an die Regeln, obwohl das oft schwerfällt. Ja, hier ist unser Bad, unsere Toiletten. Hier waschen wir uns, hier duschen wir uns. Das sind die Toiletten hier. Da ist zwar am Morgen immer ein Stau da, wenn hier 50 Leute herkommen. Das sind hier die Duschen. Und öfters platzen die Rohre auch. Da kommt dann der ganze Abfall runter von oben, von den anderen Stockwerken. Das sind ja nur Plastikrohre. Wir haben hier 2 Duschen. Wie man ja auch sehen kann, ist ganz schöner Schimmel an den Wänden. Es gibt hier kein heißes Wasser. Im Sommer macht das nicht viel aus, aber im Winter das Wasser kommt ziemlich kalt runter von den Anden. Und sind auch dann die meisten Leute immer erkältet im Winter. In Franks Zelle sitzen die Vorzeigeinsassen. Sie haben sich so arrangiert, dass alles halbwegs geordnet und aufgeräumt ist. Ihr Knastleben wollen sie alle ohne größere Streitigkeiten hinter sich bringen. Ärger unter den Insassen bedeutet nur Stress mit dem Militär. Deswegen haben sie sich innerhalb der Zellen klar aufgeteilt. Wie du siehst, also das heißt hier Casa. Also das wird hier als Haus bezeichnet. Se llama Casa. Das sind verschiedene Abteilungen. Normalerweise die Abteilung, wir sind hier zu 5. Und wir wohnen zusammen. Also wenn das Essen hierher kommt von draußen, wir schmeißen alles zusammen. Und dann wird dann gekocht. Also wie zum Beispiel wir, wo wir zusammen jetzt Frühstück essen. Wir wohnen zusammen. Wir sind ein Haus, eine Casa. Das ist der Temo, der Andres, der Pedro und der Jeremias. Das ist die Familie, wo hier einer im Gefängnis hat. Ja. Wir sind 57 Leute hier. Aber es gibt hier Türme, wo auf demselben Raum
waren da mal 130 Leute im selben Raum wie hier. Da könnt ihr euch ja vorstellen, was das, wie das zusammen ist. Da hat jeder seinen Quadratmeter und das ist alles. Frank hat sich seine Probleme selbst eingebrockt. Anfang der 90er Jahre kam er als Drogensüchtiger nach Chile. Er kiffte und verkaufte LSD. Der Drogenhandel flog auf und Frank wanderte zunächst in Untersuchungshaft. Wo ich ins Gefängnis kam, kam ich ja zuerst 10 Tage in eine Dunkelhaft mit einer verfaulten Matratze, mit Ungeziefern. Danach, wo ich dann rauskam, kam ich in die andere Abteilung, wo alles dreckig war, Abfall. Es gab Messerstechereien an der Tagesordnung. Der eine war sich nicht bewusst, ob er überhaupt lebend hier wieder rauskommen wird. Dann habe ich Gott sei Dank nach 2 Jahren die Kaution bekommen. Frank ist wieder frei, aber nur bis sein endgültiges Urteil fällt. Deswegen versteckt er sich auf dem Land. In Abwesenheit wird er zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Frank steht ab diesem Zeitpunkt auf der Fahndungsliste. Ich habe mir eingebildet, dass ich hier untertauchen könnte und warten könnte, bis die Strafmaß verjährt. Und dann habe ich die Ingrid kennengelernt, meine Frau, und dann haben wir uns verliebt. Und dann war für mich klar, dass ich mit ihr zusammenbleiben will. Und dann ist auch die Natalie geboren worden und dann war das sowieso klar, wir werden zusammenbleiben. Wir sind dann in den Süden nach Santiago gegangen und haben dann uns Gemüse angebaut, Tomaten angebaut, die wir auch verkauft haben an die verschiedenen Läden in der Umgebung. Und das Hauptprojekt war eine Aloe Vera Pflanzung. Das waren schon über 2000 Pflanzen, wo ich da hatte. Aber der große Fehler war eben, dass ich auch Marihuana angepflanzt habe zwischendrin. Und ich wurde da verraten von jemand. Die Schlinge zieht sich zu. Fahnder observieren ihn tagelang, bevor sie zuschlagen. Ja, als die Polizei das ins Haus gestürmt kam mit den Waffen in den Händen, haben sie geschrien, auf den Boden werfen. Polizei, beweg dich nicht, du bist festgenommen. Da habe ich mich auf den Boden geworfen, dann auf dem Boden liegend, da habe ich dran gedacht, jetzt muss ich wieder in das Gefängnis rein. Meine Frau ist schwanger, meine Familie wird ohne mich sein, was wird passieren? Wir werden getrennt werden. Werde ich dann sofort abgeschoben werden, wenn ich aus dem Gefängnis herauskomme? Was wird aus meinen Mädchen werden? Da ist alles in die Flöten gegangen. Die Ingrid durfte auch dann nicht mehr in das Haus rein. Die Ingrid durfte nichts aus dem Haus herausholen. Nicht mal die Spielsachen, nicht mal die Kleidung der Kinder. Das durfte gar nichts herausgeholt werden. Die Ingrid hatte kein Haus mehr, hatte nicht. Unsere ganzen Möbel waren dort, unsere ganze Existenz war dort. Franks Existenz im Knast ist reduziert auf seinen persönlichen Quadratmeter, sein Bett. Sein Besitz ist schnell aufgelistet. In 2 bis 3 Kartons hat er ein paar Klamotten, ein paar Bücher. Das war's. Was machst du? Ich suche die dreckige Wäsche zusammen, um sie nachher im Garten zu waschen. Machst du das nicht hier im Bad? Nein, ich nehme alles mit in den Garten. Da habe ich mehr Ruhe, da bin ich allein und ungestört. Es gibt sogar von Leuten,